Murdered Soul Suspect Folge 5 mittlerweile schon, auf der Suche nach dem geheimnisvollen Mädchen. Die Kirche. Eine Gasse. Ein Balkon. Oder Manuel Neuer. Entschuldigung. Springen? Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhen trotzdem. Willkommen im Club. Hui. Ziel erfüllt, verlasse die Wohnung. Es ruckelt. Standbild. Hallo? Ich habe ein Standbild. Oh, jetzt, oh Gott sei Dank, finde die Zeugin. Die Zeugin ist mein einziger Hinweis. Ich muss sie finden. Die Kirche ist meine größte Chance. Alter Schwede, ich habe gedacht, das Spiel rauscht jetzt schon ab. Ich möchte aber trotzdem nochmal mich hier umsehen, bevor ich jetzt da weitergehe. Ist denn hier noch irgendwas, was wir... Da ist zum Beispiel noch irgendwas. Guck mal einer an. Da ist noch der Tatort. Ich liege da immer noch rum. Die Zeugen hier sind alle weg. Oder wer auch immer das war. Was denn hier? Ah, so sah das hier früher aus. Mit Galgen und so. Das ist ja cool. Da sieht man sogar, wie es früher hier war. So eine alte Westernstadt. Aha. Das ist meine Schuld. Ich habe ihn davon überzeugt, Polizist zu werden. Jetzt liegt er meinetwegen tot auf der Straße. Mittlerweile haben wir herausgefunden, dass Rex der Bruder ist von Lillian. Von der Frau von unserem Ronan. Rex fühlt sich schuldig, weil er Ronan zu einem Leben als Polizist führte. So, man kann hier noch ein bisschen mehr untersuchen. Man kann hier auch... Die Frage ist nur, wie sieht das aus mit Dämonen? Ich habe nämlich so ein bisschen Schiss, dass hier welche auftauchen, weil da ist nämlich zum Beispiel was Schwarzes. Also schwarzer Rauch, schwarzer Nebel. Ich schau mal, was hier liegt. Hallo? So, Julias Tagebuch. Tag, an dem wir uns kennenlernten. Ich erinnere mich immer noch an das erste Mal, dass ich ihm sah. Ronan hatte dieses schurkische Angeberei und ich gebe zu, das gefiel mir. Aber was mir noch mehr gefiel, war das Herz unter der Fassade, das er nicht verstecken konnte. Er war ein Typ aus einer üblen Gegend, aber es hatte ihn nicht so abgehärtet, wie er vorgab. Finde ich süß, dass man hier so Tagebücher findet. Dass man sich so ein bisschen... Ich würde sagen, wir erkunden erstmal so ein bisschen, bevor wir da jetzt zur Kirche weitergehen. Wir haben ja etwas Zeit. Ist ja nicht so, dass wir hier... da könnten wir uns auch verstecken. Ist ja nicht so, dass es hier eilt. Und man kann hier anscheinend wirklich doch... Huch, hallo. Ein wenig die Stadt erkunden. Das finde ich ja geil. Das ist schon cool gemacht. Was ist das denn da hinten? Das ist ein Dämon. Das sehe ich doch so schon. Und hier ist irgendwas hier... auf dem Fußboden. Da können wir aber nichts machen mit. Okay. Da können wir auch lang. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollten. Ich schau mal eben. Lalalala. Lady. Lady. Sherry, Lady. Boah, das mit den Geisterbildern ist das echt gruselig. Ich versuche mal hier so ein paar, ja, Notizblätter zu finden oder sowas. Ob wir hier vielleicht irgendwas finden. La 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 la. Huch, wen haben wir denn da? Ach, guck mal, hier laufen ja sogar Leute rum. Ist ja faszinierend. Da ist ein altes, brennendes Haus. Ich meine, was ich sage, ist das so schwer zu verstehen? Wenn sie keine Beziehung will, soll sie es einfach sagen. Kann man von ihr auch Besitz ergreifen? Ich würde gerne... Ich würde... Huch. Ich glaube nicht. Doch. Ich glaube, es ist nicht mal derselbe Typ. Alles nur Nachahmer. Lol.
Was, wenn er nie gefasst wird? Macht er dann einfach so weiter? Ach so, ich dachte, sie redet jetzt über ihren Freund da, den sie da bei sich hat. Wie ist es mit Kameras? Wie in England? Super, alles hier ist zu Fuß zu erreichen. Ja, super. Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, klar. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ja, ich bin auch da. Der Geist von Ronan. So, jetzt anscheinend früher gebrannt. Ist natürlich sehr geil. Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, klar. Hä, das ist doch derselbe. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Okay. Ich meine, das bringt uns jetzt nicht weiter großartig, aber man kann ja... Ich glaube, es ist nicht mal derselbe Typ. Okay, die sagen dasselbe. Aber wie gesagt, ich wollte einfach mal ein bisschen erkunden, weil warum nicht? Weil je besser man die Stadt so ein bisschen kennt und seine Leute, mit denen man zu tun hat, desto lustiger wird's. Wirtshaus. So. Und vielleicht finden wir ja noch ein paar Tagebucheinträge. So wie hier zum Beispiel. Nur bitte keine Dämonen. Was haben wir denn hier? Aha. Kay Douglas. Todesursache. Opfer an Denkventilator. Was? Denkventilator erhängt. Möglicher Selbstmord, aber keine Notiz. Glockensymbol deutet möglichen Mord an. Aha. Am Deckenventilator. Da waren wir auch gewesen. Ist denn da... Oh, eine Katze. Oh, wie süß. Oh. Nein, man kann damit rumlaufen? Wie cool ist das denn? Nein, wie geil ist das denn? Miau. 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 Kann man hier auch rauflaufen irgendwie? Geht das? Nee, das geht nicht. Kann man springen? Warte mal, wie... Okay. Man muss also hier bleiben. Aber ich kann doch... Kann ich eigentlich irgendwie springen mit Ronan? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Aber wofür ist die Katze dann? Ich vermute mal, dass wir da irgendwie da oben raufkommen können, aber... Wie? Und da oben auch. Aber wie kommt man denn da rauf? Kann man da irgendwas umlegen? Hm. Weil wir können ja eigentlich nichts greifen. Mysteriös, mysteriös. Ha, ha, ha. Kleines Mädchen. An der Ecke. Sage mir bitte, wie ich da... Oh, da oben. Oh, Ich bin aber so ein kleiner Schisser, ne? Unglaublich. Okay, vielleicht kommen wir da später noch hin. Ich würde es auf jeden Fall gerne sammeln. Kay Douglas Familienfoto oder Kay Douglas Familienfoto. Sie würden niemals Selbstmord begehen. Sie war glücklich mit ihrem Leben. Hatte viele Freunde. Jemand muss ihr das angetan haben. So muss es sein. So. Da schwebt ein Becher über den Tisch. Lalalala. Ist alles sehr gruselig hier. Hier kommen wir auch lang, ne, oder? Ja. Okay, hier müssen wir aufpassen, weil hier nämlich... wahrscheinlich ein paar Dämonen ihr Unwesen treiben. Weil wir uns auch verstecken können. Aber man kann hier doch was finden. Jawohl, Julias Gedanken. Ronans Kindheit. Ronans Eltern klingen sehr instabil. Es muss wirklich schwer für ihn gewesen sein, aufzuwachsen und dem instabilen kriminellen Weg seiner Eltern zu folgen. Und jetzt ist er mein Rohdiamant. So eine gute Seele und stark genug, um das Gute beizubehalten, mit allem, was er wegen seinen Eltern durchmachen musste. Es ist selten, dass jemand, der tatsächlich einen guten Grund hat, von seinen Eltern und ihrer Art der Erziehung gefrustet zu sein, sich nie beschwert. Er ist ein so viel besserer Mensch, als alle annehmen. Ja, sie hat auf jeden Fall an ihm geglaubt. Und wir wissen, er war halt kein so guter Mensch. Hey, noch 15 mehr aufdecken. Need gas. Ewige Flamme.
Wo haben wir das denn? Haben wir das irgendwo hier? Das müsste ja hier irgendwo bei sein, ne? Da. Ewige Flamme. Alter Schwede, 16 Stück. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. So. So. So, so. Da haben wir einen Zeitungsartikel. Zeitungsartikel Nummer 2. Die Polizei Salems hat noch immer keine offizielle Verbindung zwischen den kürzlich gewaltsamen Todesfällen hergestellt. Gerüchte, dass dies das Werk eines einzigen Mörders ist, nehmen zu. Aufgrund fehlender weiterführenden Hinweise ist der einzige Zusammenhang ein merkwürdiges, glockenförmiges Symbol an vielen dieser Tatorte. Niemand hat auch nur die leiseste Ahnung, was das Symbol bedeuten könnte, aber der Glockenmörder hat vielleicht persönliche Gründe, seine Handschrift zu hinterlassen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat schon ein Motiv. Die Frage ist nur, was? So, hier waren wir schon. Ich gehe nochmal hier lang. La 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 la. Denn hier drüben saßen nämlich noch welche. Miau. Miau. Das hatten wir schon, ne? Oder? Was ist das denn? Nee, das hatten wir noch gar nicht, oder? Ach doch, das war das Foto. Ich will mehr von diesen historischen Plaketten. Ja, oh. Pff. Langweilig. Sagen wir immer dasselbe, okay. Ah, hier steht noch jemand, mit dem wir reden können. Nach Zeit? Du siehst schuldig aus. Nach Zeit? Wieso nach Zeit? Oder du siehst schuldig aus. Ach, das ist der aus dem Schrank da, ne? Du siehst schuldig aus. Nur Schuldige schauen über ihre Schulter. Wovor hast du Angst? Wovor sich alle Schuldigen fürchten. Verdammnis, dachte. Ich gebe mir die Kugel und das war's. Ich hatte ja keine Ahnung. Aber ich konnte den Druck nicht mehr ertragen. Welchen Druck? Dass es jemand herausfindet. Leute wie du haben hier immer herumgeschnüffelt, nach Hinweisen für andere Fälle gesucht. Mit jedem Bullen, der durch das Tor kam, spürte ich, wie sich die Schlinge enger zuzog. Wie sich rausstellt, hätte ich mir mehr zutrauen sollen. Sie verrottet noch immer dort, wo ich sie zurückließ. Ja, lach nur. Es gibt Leute, die es verdienen, zu wissen, was du getan hast. Kein Grund, das mit ins Grab zu nehmen. Wir alle nehmen etwas mit ins Grab. Selbst du. Hier wandern Dinge herum. Böse Dinge. Du solltest auf dich aufpassen. Ja, hier wandern böse Dinge herum. Ich sagte, belassen wir es dabei. Ja, ist ja gut. Kann ich hier... Ach, hier kann ich leider nicht durch, ne? Da liegt auf jeden Fall... Da komme ich... Ah, ich weiß wie. Mit der Katze. Aber... Ich glaube, von der anderen Seite kommen wir auch nicht durch, ne? Vielleicht mit der Katze, aber die Katze kriegen wir da nicht raus, oder? Oder kriegen wir die irgendwie raus? Oh. Oh, wie süß. Oh. Miau. Kriegen wir die Katze irgendwie raus? Können mit der nicht durch Wände gehen, ne? Glaube ich, oder? Nein, okay. Die muss dann hier bleiben. Miau. 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 Hm. Na gut. Dann müssen wir schauen, dass wir da mal später hinkommen. Das wird sich wahrscheinlich auflösen. Waren wir hier schon gewesen? Ah, hier hatten wir schon, okay. So, was haben wir denn hier drüben? Oder ist da noch... Da liegt noch was, oder? Ist es ein Grab? Nein, oder? Keine Ahnung. So. Können wir hier was mitnehmen? Ist das hier irgendwie? This is a private cemetery under the care of the Ashland. Hill's Friends Meeting. Hill People. We hope that you will that this cemetery as you would. The one where your relatives and friends are buried.
The cemetery is closed during the hours of darkness. Woohoo. So, wen haben wir denn hier? Harte Trennung? Er hat mich betrogen. Er sagte, er würde mich auf ewig lieben. Aber er heiratet eine andere. Hat er mich mit ihr betrogen? Ich habe stets geahnt, dass da noch eine andere ist. War sie es? Spielt das eine Rolle? Er hat es anscheinend hinter sich gelassen. Vielleicht solltest du das auch tun. Ich kann nicht. Nicht, bis ich die Wahrheit weiß. Bitte. Ich muss es wissen, egal was dabei rauskommt. Okay. Ich seh's mir an. So, neuer Hinweis. Gebrochenes Herz. Es braucht kein Detektiv, um festzustellen, dass ihr Herz gebrochen ist. Ich sollte herausfinden, ob ihr Ex-Freund sie betrogen hat. Ja, so hat der Mann sich schon mit seiner Verlobten getroffen, als seine Ex noch lebte? Das müssen wir herausfinden. Beeinflussen können wir ihn, aber das wird mir jetzt nichts bringen, oder? Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich umgebracht hat. Alles lief super. Ich denke, deswegen bin ich bei Susanna so nervös. Die Sache ist die, wenn sie nicht von dieser Klippe gesprungen wäre, hätte ich nie meine wahre Seelenverwandte gefunden. Mann, das ist so abgedreht. Sieht aus, als hätte er sie nach dem Tod seiner Ex kennengelernt. Ja. Selbstmord der Ex-Freundin. Anscheinend hat er seine Verlobte erst nach dem Selbstmord der Ex-Freundin kennengelernt. Hat er von der Ex-Freundin erzählt? Nein. Sie denkt. Vielleicht ist er deshalb immer so zögerlich. Ich würde es ihm nicht vorwerfen. Aber es tut weh, dass sie der Grund ist, dass ich ihn angesprochen habe. Er sah so verletzt aus, als ob er jemanden zum Reden brauchte. Ich hatte nicht erwartet, mich in ihn zu verlieben. Merkwürdig, wie die Dinge sich entwickeln. Aha. Sie hat nur versucht, eine Freundin zu sein. Sie hat nicht damit gerechnet. Eine Schulter zum Ausweinen. Sie hat sieht aus, als hätte die Neue ihn angesprochen, weil er so verstört und einsam aussah. Okay, wir müssen aber noch ein paar mehr Dings finden, ein paar mehr. Weil das ist es. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Die sagen auch immer dasselbe. So, hier ist wieder ein brennendes Haus. Ich frage mich, wie können wir das denn lösen eigentlich? Müssen wir... Antwort finden. Nee. Dann vielleicht doch hier. Aber da fehlt uns immer noch ein Hinweis, weil das ist, glaube ich, nicht richtig, oder? Doch. Scheint ein großes Missverständnis zu sein. Schlechte Neuigkeiten. Wie sich herausstellt, hat er sie nicht betrogen und ihr Selbstmord hat sie zusammengebracht. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das aufnehmen wird, aber ich werde es wohl herausfinden. Die gute Nachricht ist, er hat dich nicht betrogen. Die schlechte, dein Selbstmord hat sie zusammengebracht. Also, hat er mich wirklich geliebt? Sieht so aus. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er denkt immer noch an dich. Joe Cocker? Vielleicht tröstet es dich, dass man dich nie vergessen wird. Ein bisschen. Ich wünschte nur, ich hätte ihm mehr vertraut. Vielleicht wären wir es dann, die sich verloben. Vorbei ist vorbei, schätze ich. Egal. Danke für alles.
Jawohl, eine Seele gerettet. Das ist schon mal super. Ruhe in Frieden. So. Finde ich schon mal sehr geil. La la la. So, dann schauen wir mal. Da können wir ja nicht rein, ne? Da ist auch noch was am Liegen. Aber kommen wir da irgendwie rein? Nee, ich glaube nicht. Da können wir nicht... Uah. Können wir nicht durchgehen. Auch hier nicht. Wir können auch nichts machen irgendwie. Weil da würde ich auch gerne rein. Können wir irgendwas tun? Ja, da ist doch irgendwas. Was haben wir hier? Enthüllen. Eine Treppe. Aha. Schau mal einer an. Nochmal eben kurz hier schauen, ob hier was liegt. Nein, sieht nicht so aus. Ah, ist schon cool gemacht, dass man hier so erkunden kann, so ein wenig. So Nebenquests und sowas. Schon geil gemacht. So, was bringt mir das denn jetzt hier? Wie komme ich denn darüber? Ich komme da gar nicht. Da komme ich doch nie im Leben rüber. Oder kann ich den Tisch irgendwie verschieben? Nee. Wie soll ich denn da bitte rüberkommen? La 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 la. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwas finden, um da rüber zu kommen. Wahrscheinlich mit der Katze oder irgendwie so. Da liegt noch was. Guck mal einer an. Da haben wir noch was gefunden. Was haben wir hier? So, Infos zum Serienmörder. Zeitungsartikel Nummer 3. Während es Salems Police Department weiterhin widerstrebt, die kürzlichen Morde offiziell in Verbindung zu bringen, haben sie die ungewöhnliche Art und Weise der Mörder völlig außer Acht gelassen. Die häufigste Todesursache in New England, genau wie im Rest der Vereinigten Staaten, sind Schusswunden. Aber Schüsse fielen in keinem der Morde. Neben Tode durch Verbrennung oder Erstickung zu? Oder gibt es einen Mörder mit einem bizarren Motiv, der in all seinen Morden ein perverses Vorgehensweise ausübt? Man weiß es nicht. Und wir werden das, denke ich mal, rausfinden in einer weiteren Folge Murdered Soul Suspect. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet, denn dann gehen wir weiter auf Erkundungstour. Und ja, euer Flexi ist raus. Bis dann. Ciao.